Hi Leute, ich muss heute meine Inventor Pendellüfter warten und das will ich euch jetzt mal zeigen. Das ist prinzipiell eine dezentrale Lüftungsanlage. Die Lüfter funktionieren immer gegengleich. Also der hier bläst eine gewisse Zeit lang rein, während ein Paar auf der anderen Seite rausbläst. Und nach einer gewissen Zeit wechseln sie um, dann bläst der eine wieder rein und der hier raus. Somit wird die Raumluft hier frisch gehalten und die Luftfeuchtigkeit reguliert. Braucht man dann insbesondere, wenn man wie ich hier in einem Altbau dreifach verglaste, hochgedämmte Fenster einbaut. Das hier ist die Steuereinheit. Ihr seht, man kann hier einstellen, wie stark er lüftet. Ich habe meistens irgendwie so auf der zweituntersten oder untersten Stufe, dass der einfach 24 Stunden, 7 Tage die Woche so durchlüftet. Aber man kann es natürlich auch stärker einstellen, dass man mal richtig schön schnell durchlüften will. Auf den unteren zwei Stufen ist er fast nicht zu hören, aber auf den oberen zwei, da hört man dann schon, dass was lüftet. Seht ihr, der blinkt hier orange. Das ist der Hinweis, dass eine Wartung ansteht. Und die machen wir jetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch schon einen Monat drüber über den Wartungsintervall. Schauen wir mal, wie dreckig die Filter sind. Man kann hier den Deckel einfach so runter machen. Ist hier nur so raufgeschnappt. Und dann sieht man hier den Filter. Das ist hier noch die Schalldämmung. Das ist hier einfach nur so ein Schaumstoff drauf. Der ist aber noch sauber. Lassen wir so. Und den kann man jetzt hier einfach rausziehen. So eine Schlaufe. Und da seht ihr, der ist schon relativ voll. Und das Interessante, der ist von der anderen Seite auch voll, weil er immer hin und her lüftet. Das heißt, die Idee ist, dass sich der Staub hier drin verfängt. So sieht das Ganze dann von innen aus. Das ist einfach nur ein gedämmtes Rohr. Also hier an der Seite ist so ein Schaumstoff außenrum. Und dann sitzt da der Lüfter. Den kann man hier nehmen und rausziehen. Das ist der, der läuft jetzt auch noch, seht ihr? Den hänge ich hier jetzt einfach mal nach unten. Das hält schon so lange. Und hinter dem Lüfter, seht ihr, ist diese Bienenwabenkonstruktion. Das ist so ein Keramikkörper. Den kann man auch rausziehen. Beim Rausblasen speichert der die Wärme in dem Keramikmodul. Und beim Reinziehen der Luft, dann gibt das Modul wieder die Wärme ab an die Luft. So, das ist relativ schwer, das Teil. Glaubt man gar nicht. Aber irgendwo muss die Energie ja gespeichert werden. Und das müssen wir jetzt hier auch auswaschen. So, und hier draußen ist dann die Wandverschlusskappe. Da habe ich aktuell nur ein Provisorium drauf. Ich zeige es euch mal von außen, weil ich die Fassade noch nicht fertig habe. So schaut das aus. Das habe ich nur 3D gedruckt. Da kommt dann später eine schöne Metallabdeckplatte drauf, wenn die Fassade fertig ist. Quasi nur ein Regenschutz. Ich habe hier in dieser Wohneinheit 3 von diesen Lüftern. Und wer gut aufgepasst hat, den fällt jetzt ein Problem auf. Genau, sie müssen ja immer paarweise gehen. Und deshalb hat der hier 2 kleine Lüfter. Der eine bläst über diesen Umlenker hier auf die eine Seite rüber und der andere zieht die Luft hier auf der anderen Seite wieder rein. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, bei dem habe ich irgendwie nicht so dieses Gefühl, dass das so toll funktioniert. Diese kleinen Lüfter haben nicht diese Power. Zieh sie mal raus, seht ihr? Sehr einfach der Kanal getrennt in 2 Teile. Und dann sind hier diese 2 kleinen Lüfter und die haben die Filter hier hinten. Die Filter sind auch nicht so gut wie die anderen. Das sind nur solche dünnen Kunststoffmatten, die kann man hier so rausziehen. Seht ihr? Die haben auch wesentlich weniger Dreck hier gespeichert. Okay, jetzt ziehe ich den anderen raus. Der läuft jetzt in die andere Richtung. Schauen, ob das alles nicht runterfällt. So. Also nächstes Mal würde ich lieber 4 Lüfter einbauen und dafür die großen. Entsprechend ist hier auch immer einer von denen kalt, von den Keramikkörpern, und der andere warm. Weil der eine bläst da immer die warme Luft raus und der andere zieht die kalte Luft rein. Dann gibt der andere ab. Und dann wechseln sie sich entsprechend wieder ab und es dreht sich das ganze Spiel um. So, das ist hier der zweite große, der im Schlafzimmer gegenarbeitet. Lüfter raus. Und der Speicher. Ich stecke mal den rein wieder, dass er sich nicht aussteckt. Oh, jetzt könnt ihr eigentlich relativ schön sehen, wie er sich dreht. Und wenn wir jetzt ein bisschen abwarten, dann müsstet ihr hier sehen, wie er die Richtung wechselt. Ich glaube, er lüftet immer 3 Minuten in der einen Richtung und dann 3 Minuten in der anderen Richtung. Ich hoffe, ich muss nicht 3 Minuten warten. Ja, jetzt habt ihr es gesehen. Gerade hat er die Richtung gewechselt.
Nimm mal mein Mikrofon, dass ihr mal hört. Das ist auf Stufe 2. Das ist so das Geräusch, was wir machen auf Stufe 2. Jetzt schalte ich mal auf Stufe 1 um. Das ist Stufe 1. Und die höchste Stufe. Hören wir jetzt schon deutlich. Normal ist es ein bisschen leiser, weil ich vorne jetzt nicht diesen Filter und diesen Dämpfer drum habe. Das ist hier in unserem Stockwerk, da habe ich ein Jahr später die Lüfter eingebaut und gekauft. Und ich glaube, da hat Inventor ein bisschen das Produkt geändert, weil hier ist nämlich ein Schaumstoff drin zur Dämmung von dem Rohr, aber das hat nicht diese schwarze Kaschierung. Das ist hier einfach nur der blanke Schaumstoff. Und wollte gerade hier, ich habe den Lüfter mühsam rausgezogen. Der bleibt hier nämlich ziemlich stark stecken. Der hat relativ starke Reibung an dem Schaumstoff. Und jetzt wollte ich hier das Element rausziehen. Und seht ihr, jetzt ist mir hier der ganze Schaumstoff mit rausgekommen, weil sich das einfach nicht durchgeschoben hat. Ist hier einfach abgerissen. So schaut's aus. Ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Die oberen Lüfter sind wesentlich besser. Ja, und jetzt ist das Ding kaputt. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich machen soll. So, jetzt schauen wir mal, was bei dem nochmal passiert. Das ist der zweite, das Gegenstück zu dem unten hier. Seht ihr, und hier, das ist auch wieder dieser gleiche Schaumstoff drinnen. Der schaut auch immer schon so ein bisschen knickig aus und hat halt hier nicht diese Kaschierung. Tun auch schon einem auch schon immer die Finger weh, wenn man den Lüfter rausmacht, weil der so viel Reibung hat. Okay, das wäre der Lüfter. So, und jetzt ziehen wir mal das Ding raus hier. Ja, hier geht es noch einfacher. Also hier ging es raus, ohne zu reißen. Zum Reinigen mache ich den hier einfach unter das Wasser. Der Wasserhahn kann so spritzen. Das ist gerade recht. Und dann wasche ich einfach mal den Staub ein bisschen raus da. Der wird über die Zeit immer grauer. Also aller Staub kriegt man nicht raus, aber ich hoffe den Großteil. Kann auch ein bisschen so ausdrücken. Ich glaube, vielleicht kaufe ich mir nächstes Jahr mal neue Filter. Diese kann man hier auch einfach durchwaschen. Die Wärmespeicher wasche ich nicht bei jeder Wartung aus, sondern nur so jedes zweite Mal, also alle halbe Jahre. So, alle einmal durch. Die Küche schaut aus wie Sau jetzt. Muss ich einmal ein bisschen drüber wischen. Alles voll gespritzt. Um all die Filter und Wärmespeicher wieder wasserfrei und trocken zu bekommen, kann ich jetzt entweder ewig warten, bis sie von selber austrocknen. Oder hier, ich nehme meinen kleinen Kompressor und blase den einmal schön durch. Also, einmal hier durch. So, nochmal ein bisschen in die andere Richtung. Okay, erste. Filter habe ich schon relativ gut ausgeschüttelt. Da bläst sie nicht so viel. Ihr seht hier nochmal relativ schön den Unterschied. Der ist ein Jahr alt und der ist 2 Jahre alt, der Filter. Setzen sich mit der Zeit schon ein bisschen mehr zu. Und auch bei den Wärmeelementen sieht man bei manchen schon so eine Art bleibende Verunreinigung, die ich nicht mehr schaffe wegzuwaschen. Schaut euch mal den an. Der ist ein Jahr alt und sieht eigentlich ziemlich gut aus, seht ihr? Und das ist der zweijährige. Und wenn ihr da ganz genau hinschaut, dann seht ihr hier solche schwarzen Pünktelchen innen drinnen, in der Wabenstruktur. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut sehen kann. Falls jemand einen Tipp hat, wie man das sauber kriegt, schreibt es unten in die Kommentare, würde mich interessieren. So, und so lasse ich das jetzt mal ein paar Stunden austrocknen, bevor wir es wieder reinbauen. Vielleicht erst morgen früh. Also, jetzt sind sie trocken. Ich habe es einen Tag lang austrocknen lassen und jetzt baue ich sie wieder rein. Da seht ihr hier nochmal diese Kaschierung, die ist hier relativ hart und rutschig, ist eigentlich ideal. Ich verstehe nicht, warum das unten ein anderes Material ist. Und da kann ich es jetzt einfach wieder schön reinschieben. Man schiebt das schon relativ weit hinter, sodass es eigentlich so in der Dämmebene von dem Haus ist. Ich habe zwar aktuell noch keine Dämmebene, deshalb schiebe ich es nicht ganz so weit hinter. So, und den Lüfter dann davor setzen. Kabel wird einfach dann so reingelegt, das liegt da einfach so drin. Gut. Filter können wir auch wieder raufsetzen. Super. Dann die Abdeckung. Die hat hier diese Nasen. Da kann man hier so drücken, dann geht es auf. Und beim Reinstecken hilft es auch, wenn man ein bisschen mitdrückt. Und den kann man dann auch so ein bisschen zumachen
oder nur in eine Richtung blasen lassen. Da hat man so ein bisschen Flexibilität. Zum Beispiel jetzt lasse ich ihn nur nach oben blasen. Aber ich habe ihn eigentlich immer ganz offen. Ich baue die andere noch zusammen und dann schaue ich mal, wie ich den unteren noch hinkriege mit dem gerissenen Dämmstoff. Also bei dem hier muss ich jetzt mal schauen, wie ich das mache. Mit dem gerissenen, ich werde das jetzt hier einfach mal so temporär wieder so reindrücken. Und parallel dazu werde ich mal Inventor anschreiben und fragen, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall brauche ich da langfristig einen Ersatz für diese kaputte Dämmung hier. Das ist schon ein bisschen blöd jetzt. Der geht einfach schon wesentlich strenger rein hier als in den anderen. Und ich denke, das nächste Mal, wenn ich ihn rausziehen muss, habe ich wieder das gleiche Problem. Nachdem ich jetzt alles gewartet habe, kann ich hier diesen Timer resetten, der mich wieder erinnert, wann ich das nächste Mal die Wartung durchführen muss. Einfach ganz lange hier drauf drücken. Genau. Seht ihr, und jetzt leuchtet die dauerhaft und geht nach ein paar Sekunden aus. Das heißt, der ist wieder im Normalbetrieb. Prinzipiell kann ich heute, weil heute ist ein warmer Tag, auch gleich auf Kaltluft umschalten. Drücke ich einmal, dann wechselt er auf Blau hier und jetzt lüftet er immer nur in eine Richtung relativ lang und ab und zu wechselt er, nicht alle 3 Minuten. Jetzt ist halt quasi diese Wärmerückgewinnung deaktiviert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht auch was gebracht. Ich bin mit der Marke Inventor relativ zufrieden. Das ist kein gesponsertes Video. Ich habe mir die echt nochmal gekauft für dieses Stockwerk und ich habe oben noch ein Stockwerk und ich denke, da werde ich auch Inventor kaufen. Aber wegen dieser Dämmung hier in dem Rohr, der werde ich sie mal anschreiben und fragen, was es damit auf sich hat. Vielleicht habe ich dann einen Fehler gemacht oder vielleicht ist das ein Produktionsfehler, dass da irgendwas falsch ausgeliefert wurde. Ich schreibe euch die Antwort, wenn ich sie kriege, unten in die Kommentare rein. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal subscribt und auf Like klickt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!